Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cities Skylines hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind ja in unserem Tourismusviertel und ja, schöne Gebäude, hat es ja mittlerweile geschneit, heiliges bisschen, das ist ja hier gar nicht mal so übel, würde ich mal sagen. Hier verlassen zwar schon da einige die Gebäude, aber ja, mein Gott, wie heißt so schön, ein bisschen Schwund ist immer. Haben wir Nachfrage, ein bisschen Nachwohnungen etc., gut, dem werden wir nachkommen. Jetzt ist es doch schon wieder zwei, drei Tage her, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Irgendwas hat doch hier irgendwie noch gelevelt. Moment, war das hier? Können wir hier noch weitere Sachen bauen? Ich werde mal gucken. Beim Holz. Das war hier. Da haben wir. Instandhaltung, das haben wir eigentlich alles. Nee, da wurde nicht mehr gelevelt, sonst hätten wir die großen Sachen jetzt auch. Weil diese kleinen, die haben wir, glaube ich, überall. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, hier haben wir die ganzen Krempel hingestellt und da hinten und hier oben haben wir die Bauernhöfe und die sind eigentlich auch am Arbeiten. Da ist aber glaube ich noch nicht viel los in Sachen Leveln. Wir gucken mal schnell bei den Bauernhöfen. Nö, da ist irgendwie noch gar nichts. Wenn man hier so guckt, das sind auch alles Sachen, die wir schon haben. Gut, dann lassen wir das einfach mal so laufen. Dass die hier reklamieren, dass sie nicht genügend Rohstoffe haben, das sollte sich eben ändern. Wobei im Moment, was haben wir denn hier? Nutzpflanzen. Das gibt dann Tierprodukte. Aussehen Schweine. Ja, ich glaube, das wird erst gerade nach und nach aufgefüllt hier mit Tieren. Das könnte euch auch sein. Weil die Teile sind natürlich noch relativ frisch. Es ist übrigens früh morgens und ich finde immer eine sehr schöne Stimmung eigentlich. In der Realität. Aber auch hier im Spiel. Eigentlich immer relativ nett. Was haben wir denn hier alles? Geringer Bodenrichtwert. Bräuchtet ihr noch ein Perklein? Wollt ihr ein Perklein haben? Wir gucken mal schnell. Vielleicht irgendwie sowas in der Richtung, dass da nichts kaputt geht. Wo passt du hin? Nirgends. Aha. Ort ist bereits belegt. Okay. Hier oben. Ort ist bereits belegt. Zack. Machen wir dich hier hin. Reicht das bis hier unten? Ja, schwierig zu sagen. Ist wahrscheinlich fast ein bisschen zu weit weg. Oh, jetzt haben wir aber was. Stufe 2 bei der Plantage. Sehr gut. Getreidemühle, Bäckerei und so weiter. Das freut mich natürlich. Dann düsen wir doch gleich nochmal hier rauf. Die Nachfrage hier, die wird dann entsprechend hoffentlich im Laufe des Schaffens hier ansteigen. Jetzt müssen wir nochmal von vorne gucken. Das waren hier die Agrarprodukte. Jetzt haben wir neu dazugekriegt eine kleine Scheune. Was macht die denn? Eine Scheune, in der Landwirtschaftsrohmaterialien gelagert werden. Nutzpflanzen, Lagerhäuser können außerhalb des Industriegebiets. Würde ich nicht mal. Wir haben hier so viel Platz. Wir machen mal ein, zwei von denen hier hin. Einmal, zweimal. Okay. Was haben wir sonst noch? Ich muss mal ganz zurück. Landarbeiterunterkünfte. Hat noch hier nicht eh noch was Neues? Kleine Viehweide. Haben wir eigentlich installiert? Hier. Die Getreidemühle. Die ist neu. Die Getreidemühle ist eine Aufbereitungsanlage, die Nutzpflanzen zur Herstellung des Spezialgutes Mehl erfordert. Getreidemühlen mahlen Getreide zu Mehl und verpacken dieses für den Transport. Aufbereitungsanlagen müssen innerhalb platziert werden. Machen wir doch glatt. Platzieren wir aber sowas von innerhalb. 15.000, wisst ihr was? Auch hier gibt es gleich mal zwei. Dann sind wir gerüstet. Kleines Getreidesilo haben wir, glaube ich, irgendwo hier außen. Ja, da unten unter dem Dingens drunter. Dann haben wir die kleine Scheune haben wir gehabt. Ja, und viel mehr haben wir hier tatsächlich nicht. Sehe ich das richtig? Ist hier noch was dazugekommen? Kleines Obstfeld. Kleines Getreidefeld. Haben wir kleine Obstfelder? Ich glaube, das hier sind kleine Obstfelder. Sehe ich das richtig? Wir machen mal nochmal zwei. Einfach, weil wir es können. Einmal hier. Dann geht es dort nicht mehr. Aber hier gegenüber geht es noch. Okay, dann haben wir nochmal zwei solche. Jetzt können wir nochmal gucken. Ne, wir hatten gar keine Obstfelder. Guck mal. Das sieht man ja. Die sehen ganz anders aus. Die kann man, glaube ich, auch noch einstellen. Genau. Äpfel, Orangen, Birnen, Treibhaus. Das werden wir jetzt gleich mal noch ein bisschen ausdehnen hier. Wenn wir schon was Neues gefunden haben, machen wir hier mal nochmal eine ganze Ladung hin. Ach, hier unten passt auch eins hin. Ja, so krumm. Von krumm nach schief. Das ist ja eh nicht so schlecht. So, und da machen wir dazwischen dann noch ein Treibhaus. Das können wir dann ja separat einstellen. So, jetzt haben wir eine ganze Ladung. Ja, jetzt würde ich mal sagen, hier gibt es Orangen. Dann gibt es hier Birnen. Dann haben wir hier ein Treibhaus. Zack, das sieht dann auch gleich anders aus. Dann haben wir hier nochmal ein Treibhaus. Das sind Äpfel, Äpfel. Und hier machen wir nochmal ein paar Orangen. So, dann haben wir verschiedene Felder. Ja, und jetzt ist wahrscheinlich die Straße ein bisschen dünn. Da könnten wir eigentlich helfen. Ich meine, jetzt die Straße verbreitern wird schwierig, weil dann müssen wir die Sachen wieder verschieben und ausreißen oder abreißen. Aber wir können natürlich ganz einfach Folgendes machen.
Wir nehmen hier eine breite Straße. Die führt uns hier lang. Dann hätten wir hier gerne noch die Kurve. Wenn wir das also runterdüsen, dann geht das da so rein. Das sieht doch sogar noch relativ ansprechend aus. Und dann kommen sie vielleicht auch auf die Idee, dass sie hier diese Straße nutzen, während ich hier allen Ernstes Schweine höre. Nein, eine Ampel sehe, die kommt weg. Hier unten Ampel weg, Ampel weg. Ampel weg, tatsächlich überall wieder Ampeln. Ja, man vergisst das halt teilweise, dass man die wieder kappen sollte. Da ist nichts, nein, da ist nichts. Hier, das ist eine zu kleine Kreuzung, da haben wir auch keine Ampeln. Hier ist auch nichts, hier auch nicht. Ja gut, dann herrscht jetzt hier, glaube ich, wieder halbwegs freie Fahrt. Gut, wir hätten Nachfrage nach Wohnungen. Dicht besiedelt und zwar, hier haben wir schon mal eine ganze Ladung hingestellt, damit die eben hier arbeiten können. Jetzt hätten wir hier noch um den Wald rum eigentlich die Möglichkeit, ein paar Wohnungen hinzustellen. Warum nicht? Die sind dann halt, ja, zwischen breiter Straße, Industrie und Gleis. Nee, das gefällt mir nicht. Haben wir hier noch die Möglichkeit, was zu machen? Hier unten zum Beispiel, um den Bahnhof rum. Da kann man doch eigentlich wohnen. Ich würde hier aber nichts einzeichnen, weil hier müssen wir mit den Gleisen noch lang. Und das sind halt die Grillfeier. Die machen, glaube ich, Krach. Können wir mal schnell gucken. Was waren die denn gleich nochmal? Die machen, jawohl, Krach. Das gefällt natürlich den Leuten auch nicht. Ja, wir machen trotzdem hier was. Wobei, ist das noch? Jetzt muss ich, sorry, jetzt muss ich doch nochmal kurz gucken. Das ist der Tourismusbereich. Okay, aber hier hinten um den Bahnhof rum, hier oben ist kein Tourismusbereich. Hier ist dann schon das Abholzungsgebiet. Gut, und da können wir ja definitiv ein paar Wohnungen hinstellen. Das ist ja dann kein Verbrechen. So, einmal so. Wobei, Moment, ich brauche mal kurz mein großes Gestrüpp. Dann zeichnet es sich ein bisschen besser. Machen wir mal so. Da haben wir gesagt, lassen wir es, weil da eben der Bahnhof ist. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen was. Auch wenn da die Klebefeier sind, ziehen das noch hier hoch. So, und ziehen das hier noch lang. Und dann haben wir nämlich wieder ein Teil. Allerdings muss ich jetzt natürlich wie immer schnell gucken. Ja, doch, Wasser hätten wir. Aber vielleicht hier noch ein Stückchen dazu nehmen, damit der Bereich eben auch wirklich mit Wasser versorgt wird. Gut, müsste hier eigentlich jetzt wieder runtergehen. Sie sind eh schon am Bauen. Da sind sie immer relativ schnell. Aber das ist natürlich auch einmal mehr. Ja, eine Hammerlage. Direkt am Meer. Guck mal, das sieht ja nur cool aus. Jetzt weiß ich noch, ich habe eigentlich gesagt, wir könnten hier noch weitere Touristendinger machen. Das würde ich auch. Ich werde hier mal das Ganze ein bisschen ausdehnen. Jetzt wird hier zwar gewohnt, das ist ja kein Verbrechen, aber später, spätestens hier hinten, hier gibt es dann wieder Tourismus, das heißt, wir müssen dort wieder Gewerbe etc. hinstellen. Haben wir Nachfrage nach Gewerbe? Ein Büschen. Das können wir auch mal noch weiterziehen hier. Gut, und hier oben haben wir ganz bewusst das Ganze weggelassen. Hier haben wir noch einen schönen Park. Da könnte man später natürlich zum Beispiel noch einen See reinbasteln. Ja, also dass das richtig cool aussieht. Gut. Sollen wir mal Industrie? Nee, nicht Industrie, sondern hier gerne eben Gewerbe machen. Und zwar eben in dem Bereich. Wobei, wisst ihr was? Wir machen das anders. Wir bauen zuerst mal die Straße. So, irgendwie hier rausgehend. Moment. Ja, ich glaube, doch, das müsste gehen. Zack, so geht's. Dann hier gerne gerade. Gerade. Ein bisschen gebogen nach da. Und dann haben wir natürlich das Problem, dass da ob die Kachel fehlt. Das ist aber egal. Ich frage mich, ob wir nicht vielleicht sogar am Strand unten irgendwie noch was machen sollen. Zum Beispiel mit irgendwie so einem, da, mit so einem Teil, mit einer zweispurigen Kiesstraße. Dass das irgendwie hier so ein bisschen runter geht. Und dann kann man tatsächlich so nach Vorbild von Daytona Beach in Florida hier auch noch ein bisschen entlang cruisen. Mit irgendwelchen, ja, Gefährten, die das können. Aber wisst ihr, was natürlich jetzt auch der angenehme Nebeneffekt ist? Man sieht, jetzt könnten wir hier sogar noch Wohnungen einzeichnen. Das werde ich für den Moment mal vielleicht lassen. Ja, aber später, da können wir natürlich schon ein paar coole Wohnungen hinstellen. Das ist keine Frage. Gut, wir schnappen uns mal nochmal das Gewerbe. Und machen hier mal ein bisschen was für die Touristen nochmal. So, hier ein Büschen, da ein Büschen und hier ein Büschen. Vielleicht sogar hier hinten auch noch Tourismus. Jetzt muss ich aber tatsächlich noch mal kurz gucken, was wir hier alles eingezeichnet haben. Ja, da sind wir nicht reingegangen. Können wir noch. Wir können das übermalen. Dann gilt das eigentlich für beide Sachen. Dann haben wir hier die Abholzung und hier die Touristen. Habe ich jetzt ein neues Teil gemacht? Ich glaube, ja. Das wollte ich so gar nicht. Kann ich das nochmal wegnehmen? Dankeschön. So, nochmal hinmachen.
Einfach hier reinklicken. Genau, dann geht das nämlich. Ich glaube, ich habe nicht zwei Sachen gemacht. Jetzt habe ich ein bisschen was, glaube ich, vom Abholzen gelöscht. Ist aber auch egal. Spielt keine Rolle. So, bis hierhin. Hier passt ja. Vielleicht noch ein bisschen weiter rauf. Gut, das Gebiet hätten wir auch. Nachfrage haben wir keine mehr. Das ist beruhigend. Was wir jetzt nochmal noch gucken müssen, wahrscheinlich. Relativ schnell sogar. Ja, wegen einer Tsunami-Boje hier, dass wir irgendwas mit Tsunami-Sachen machen. Beziehungsweise wir müssen generell mal gucken, dass wir irgendwas machen. In Sachen Schutz, wollte ich gerade sagen. Nämlich eine Katastrophenschutzeinheit. Die gibt's. Ja, sieht irgendwie so eigentlich fast besser aus. Was macht die? Krach oder Lärm oder sonst irgendwas? Ja, beides. Lärm und Krach. Okay, einmal dahin. Dann haben wir kleine Notunterkünfte. 24.000, da müssen wir aufpassen. Wir können jetzt nicht wie die Wilden hier investieren. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Haben wir nicht irgendwo eine kleine Stelle, wo noch so ein Teil hinpasst? Hier unten. Zack, direkt am Meer. Auch schön, wenn man dann in den Bunker muss. Hier oben noch. Ja, ich kann nicht alles mit kleinen Dingen versorgen. Da fehlt uns ganz einfach das Geld. Auch wenn wir 650.000 haben. Wenn natürlich so ein Teil 24.000 kostet, dann sind wir das Geld relativ schnell los. Zack, da ging es noch hin. Okay, jetzt vielleicht in dem Bereich hier hinten noch. Und das werden wir später dann noch optimieren. Wenn wir jetzt so mal gucken, hier ist geschützt, hier ist gar nichts. So, dann gibt es auch noch eins. Dann wird es dort auch ein bisschen grün. Na, hier unten noch Platz haben. Ja. Ich möchte halt nicht bestehende Sachen abreißen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Mich ärgert das immer ein bisschen, wenn die Sachen dann fehlen. Ja, aber da noch. Gut, und hier hinten. Da fehlt hier oben noch was. Wie viel Geld haben wir noch? Ich muss nochmal gucken. Ja, man kann doch ein paar Sachen hinstellen. So schlimm ist es nicht, von wegen, dass man dann gleich pleite ist. Ich hätte dich gerne hier, aber da ist der Ort belegt. Hier ist er nicht belegt. Ist noch eingezeichnet. Ja, nur sporadisch. Ach, da kann ich nichts mehr einzeichnen. Okay, da stehen ja schon Häuser. Das ist hintenrum sozusagen gesperrt. Gut. Nachfrage haben wir nicht. Dann würde ich gerne nochmal zurückgehen zum Thema Katastrophen. Weil eingestellt habe ich die natürlich wieder. Einmal mehr. Aber ist mir auch egal, wenn keine kommt. So ist es nicht. Eine große Notunterkunft. Vielleicht noch ein so ein Teil für schlappe 74.000 ohne Lärmbelastung. Vielleicht sogar hier oben. Ja, passt nicht hin. Da ist wieder Strom etc. im Weg. Oder hier unten in die Zentrale rein. Wenn es gehen würde, würde ich es bauen. Aber irgendwie man sieht, Ort ist bereits belegt. Nö, das möchte hier überhaupt nirgends hin. Das wehrt sich geradezu dagegen, dass wir es da hinbauen. Hier hinten. Da haben wir einen kleinen Bunker. Dann brauchen wir da keinen großen hier oben. Ja, ich möchte den halt zentral haben. Der soll irgendwie wirklich von allem fast zu erreichen sein. Hier. Ne, da geht es ja eben auch nicht. Und hier geht. Ah, doch, da war eine Stelle. Zack, den großen Bunker. Zack, den gibt's hier. Sauber. Gut, einmal großer Bunker. Strom müsstest du eigentlich bekommen. Ja, das hängt zusammen. Und Wässerchen müsstest du automatisch auch haben. Jawohl. Gut, zurück zum Thema. Wir haben hier noch kurzer Antennenmast. Über einen kurzen Antennenmast können Sie Ihre Bürger mit Notfalldurchsagen erreichen. Je besser die Funkabdeckung Ihrer Stadt ist, desto wahrscheinlicher werden Ihre Bürger zu den Schutzräumen gehen. Gut, man sieht hier den Kreis. Also wenn ich... Oh, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Die Plantage ist wieder raufgegangen. Jetzt sind wir hier aber gerade bei den Katastrophen. Wenn wir dich hier hinstellen, dann hätten wir diesen runden Bereich. Und hier hinten, sagen wir mal, stellen wir dich irgendwo hier hin. Dann haben wir da sogar eine kleine Schnittmenge in der Mitte. Es ist dann aber auch wirklich alles abgedeckt. Dann haben wir noch einen hohen Antennenmast. Ja, okay, das hätten wir natürlich auch so machen können, dass wir das große Teil hingestellt hätten. Wisst ihr was, ich stelle das schon mal hier hin. 25.000 können wir bezahlen. Das kommt hier hin, weil dann ist mehr oder weniger der ganze Bereich dort abgedeckt. Jetzt bin ich aber fast sicher, du möchtest auch noch Strom haben. Und weil wir nicht so sind, kriegst du den und zwar von dort. Das passt auch. Dann haben wir noch Folgendes. Die Erdbebensensoren. Ja, gut verteilen. Mal ein so ein Teil, würde ich sagen, zack, hier. Dann müssen wir eigentlich auch gleich sehen. Ach, das reicht schon. Oh, das ist ja ein Riesenteil. Okay, ein so ein Sensor reicht eigentlich schon. Da ist die ganze Stadt eigentlich schon bedient. Wobei,
Die kosten, glaube ich, auch nicht so viel. 3,5, also das ist kein Geld. Dann gibt es hier nochmal ein Erdbeben-Dingens. Und dann haben wir hier die Tsunami-Warnbojen. Die bräuchten wir tatsächlich. Und die müssen wir hier möglichst an den Rand stellen. Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder das Problem, dass wir hier die Kachel nicht kaufen können. Das heißt, wir können nicht weiter raus mit irgendeiner Tsunami-Barriere. Die müssen wir wieder irgendwo hier bauen. Was ist das noch Schönes? Der Wetterradar. Behält Wettermuster im Auge. Ach ja, der kann Gewitterstürme etc. voraussagen. Okay, einmal Wetterradar. Wir rüsten für den Notfall. Zack, der kommt hier hin. Und der hat in dem Sinn keine Ausbreitung. Okay, das reicht wahrscheinlich trotzdem. Ach ja, das Teil kann man sowieso bloß einmal bauen. Dann haben wir noch ein Weltraumradar. Sie machen sich Sorgen, dass die Stadt von Meteoren getroffen wird. Ja, durchaus. Holen Sie sich ein Weltraumradar. Es kennt den Weltraum nach Asteroiden, die im Stadtgebiet einschlagen könnten. Sollte ein Einschlag bevorstehen, berechnet das Radar den ungefähren Einschlagsort und die Größe des Meteors. Das Radar deckt die gesamte Stadt ab. Kostet 25.000. Und dann haben wir nämlich die Investition fürs erste Mal gemacht in Sachen Katastrophenschutz. Wohin? Warum nicht hier? Oder so ein bisschen an die Küste ran. Dann waren wir da oben hin. Genau dahin, wo wir keinen Strom haben. Ja, okay, da müssen wir natürlich nochmal kurz zuschlagen. Machen wir hier im Rücken dessen, was wir zeichnen können. Okay, dann habt ihr Strom. Bestens, dann haben wir das nämlich auch soweit gemacht. In Ordnung, Stromverbrauch ist auch immer noch in Ordnung. Müssen wir auch nichts machen. Jetzt ist aber hier die Nachfrage nach Wohnen wieder raufgegangen. Hier unten haben sie schon fröhlich gesiedelt. Hier vorne möchte ich es eben lassen. Vielleicht hier mal noch eine weitere Straße bauen. Oder ist das hier irgendwie... Ja, das ist halt das Abholzgebiet. Ja, dieser Bereich. Da können wir in dem Sinn keine Straße bauen. Beziehungsweise können wir schon. Macht aber keinen Sinn. Hier oben hätte er noch Platz. Und wo haben wir sonst noch Platz? So, da bin ich wieder. Keine Folge aufnehmen, ohne dass nicht irgendjemand oder irgendetwas stört. Dieses Mal war's. Ich sag's fast ungern, aber es war meine Frau. Ja, die lebt halt auch hier. Logisch, meine Frau, klar lebt hier. Ja, wobei, so klar ist das heutzutage auch nicht mehr, aber es ist nun mal so. Also, was wollte ich denn jetzt hier? Eigentlich wollte ich doch, weiß es gar nicht mehr. Doch, genau, Wohnungen bauen. Wir gucken mal schnell hier. Und eben, dass wir noch weitere Straßen bauen. Das war, glaube ich, mein Anziehen. Genau, weil wir hier nicht können, weil hier gerodet und gemacht wird. Hier oben ist halt der Bauernhof. Ich werde hier mal noch ein, zwei Straßen langziehen, dass wir dort wirklich auch noch eine schöne Wohnsiedlung hinkriegen. Machen wir mal mit der Bäumchenstraße, weil wir da schon mit der Bäumchenstraße angefangen haben. Hier mit Kurve. Hier runter. Mal bis hier hin. Hier eine Kurve. Und irgendwie da wieder rein. Kommen wir hier nicht mehr rein? Ja, da möchte ich nicht rein. Nicht, das gibt ein Durcheinander. Wenn wir jetzt hier noch reindüsen, das können wir aber auch nicht. Aber wir könnten es natürlich noch so machen. So, hier auch noch ein paar Wohnungen. Und hier unten wieder rein. Das macht, glaube ich, Sinn. Gut, dann schnappen wir uns natürlich die Wohnungen. Das Ganze wird hier dicht besiedelt. Und dann machen wir mal den ganzen Spacken, mehr oder weniger. Dann müssen wir nicht gleich wieder nochmal hier anfangen, Wohnungen zu installieren. Ich würde dann ganz gerne auch mal nochmal generische Industrie etc. ins Auge fassen. Die wollen wir ja auch noch irgendwo hinstellen und nicht nur die Industrie von den DLCs. So, gut, den Bereich hätten wir soweit. Würde passen. Ja, da müssen wir noch ein bisschen ausbauen. Mal nach hier hinten, hier runter und da wieder rein. Dann haben sie Wässerchen und Strom sollte hier eigentlich kein Problem sein. Das hängt zusammen. Was wir jetzt hier aber gar nicht haben, das ist irgendwie ein Park oder so. Und das möchte ich noch schnell ändern. Zack, einmal Park. Und auch die Polizei etc. Die ist hier natürlich nicht wirklich vertreten. Wobei die Gesundheit ist okay soweit. Wenn man hier mal guckt. Kranke Bürger. Oh, wir haben aber... wir brauchen ein Krankenhaus. Was kostest du? 65.000. Wir haben 550.000. Ich würde sagen, es wird Zeit für ein Krankenhaus. Wenn man hier guckt. Zum Beispiel irgendwo hier oben. Zack, einmal hier Krankenhaus. Und vielleicht gleich noch eines. Mal gucken, was hier passiert. Nee, jetzt ist das mehr als abgedeckt, das Ganze. Gut. Eigentlich wollte ich ja sowieso nur wegen hier hinten gucken. Das heißt, wir schauen mal noch schnell hier. Aber dann doch lieber bei der Feuerwehr. Aha, da haben wir was. Das passt sehr gut. Dann haben wir hier die Polizei. Die ist auch mehr oder weniger vertreten. Die Schulen gar nicht. Was haben wir hier? Berechtigt. Ja, wir brauchen tatsächlich nochmal Grundschulen. Machen wir mal einmal Grundschule hier.
Und einmal Grundschule, wenn es irgendwie geht, hier oben. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, wenn hier unten die Industrie ist. Aber wir haben die Schulen dann wenigstens. So, wie sieht es jetzt aus? Na, das reicht wahrscheinlich noch nicht ganz, oder doch? Na? Hier war die Kapazität. Okay, doch, jetzt passt. Ja, hier passiert natürlich nichts. Es sind nicht plötzlich mehr Leute berechtigt, nur weil wir da eben die Schulen hinbauen. Das hat mit der Kapazität zu tun, das ist soweit klar. Gut, in Ordnung. Wie sieht es bei den Oberschulen aus? Ja, da haben wir auch Nachholbedarf. Dann gibt es hier einmal eine Oberschule. Dann kommen wir wahrscheinlich auf 4-6. Sehe ich das richtig? Jawohl. Und ich denke, bei der Uni müssen wir eigentlich relativ gut unterwegs sein. Universität, 1500, Kapazität 3000. Das passt. Perfekt. So, gut. Nachfrage haben wir keine mehr, aber jetzt haben wir hier ein Gülleproblem. Okay. Wasser. Wasserverbrauch. Wasserpump. Abwasserproduktion. Tatsächlich, wir brauchen schon wieder Clarifier. Haben wir den Strom? Nicht, dass wir da irgendwo die anderen Clarifier keinen Strom mehr haben. Nee, das passt. Hier haben wir die. Machen wir gleich mal. Moment, das war... Zack, hier, das sind die großen. Machen wir doch mal ein, zwei große hin. So, hier haben wir den Platz. Machen wir gleich mal drei Stück. Da ist noch ein Pfosten im Weg. Ein Strompfosten. Macht der Sinn? Ne, das ist kein Strompfosten, das ist die Antenne. Okay, die uns warnen soll. Wir brauchen Rohre, damit wir das irgendwie anschließen können. Und das funktioniert schon mal. Und zur Sicherheit gehen wir nochmal einmal hier runter. Dann haben wir wirklich genug Wasserfluss. Und Strom, jawohl, liegt hier im Bereich des Möglichen. Wie man das so übereinander bauen kann, finde ich auch interessant. Und jetzt guck mal, die sind doch eigentlich schön grün. Weil bei den anderen da hinten habe ich doch mal reklamiert, dass mir die Farbe nicht gefällt. Ja, und da hat man gar noch gesehen, wie die ganzen Gulli-Dinger weggegangen sind. Sehr gut, also das ist schon nach da hinten durchgedrungen, dass wir jetzt hier neue Clarifier haben. Gut, liebe Freunde, dann würde ich sagen, wenn wir schon neue Clarifier haben, dann sagen wir auch mit denen Tschüss. Danke fürs Zusehen, hoffe, euch ein bisschen gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis denne und tschüss mit der Antenne. Bye, bye.